Die Firma MK Technology mit Sitz in Grafschaft bei Bonn entwickelt und produziert Vakuumgießanlagen für den Bereich Rapid Prototyping und Rapid Production. Insgesamt werden 5 verschiedene Systeme angeboten, die sich in ihren Größen und ihrer Ausstattung unterscheiden. Das Basismodell System 1 ist mit 1 Liter Gießvolumen für den klassischen Prototypenbau perfekt dimensioniert. Bei der Konstruktion der Kammern wurde großer Wert auf optimale Sicht- und Lichtverhältnisse gelegt. Die Tür ist deshalb aus Panzerglas, das einen uneingeschränkten Einblick auf die gesamte Kammer gewährt. Die Becher sind nebeneinander angeordnet und transparent. Die Becher und Trichter haben einen weiteren großen Vorteil. Sie sind wiederverwendbar. Der Formlift hilft auch bei der exakten Anpassung der Formhöhe an den Trichter. Da der Lift seitlich befestigt ist, nimmt er so gut wie keinen Formraum weg. Die Bedienung ist dank der SPS-Steuerung kinderleicht. Die schwarzen Tasten eignen sich hervorragend für den Betrieb beim Vakuumgießen, das oft nicht allzu sauber abläuft. Nach Arbeitsbeginn fordert die Anlage auf, die Pumpe zu starten. Während der Warmlaufphase öffnet ein Ventil und das Pumpenöl wird gereinigt. Die Vakuumpumpen in allen Kammern sind so dimensioniert, dass in weniger als 3 Minuten das vollständige Vakuum erreicht wird. Das spart viel Zeit. Der Inhalt von Becher A wird in Becher B gegossen und automatisch verrührt. Da nun die Topfzeit startet, wird die integrierte Stoppuhr auf 0 zurückgesetzt. Durch die spezielle Ausformung des Mischpaddels werden auch Kleinstmengen perfekt vermischt. Die Mischgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Durch den Mischvorgang kommt es zu chemischen Ausgasungen. Bevor das Gemisch in die Form gegossen wird, muss dies durch einen Druckstoß, bei dem die Kammer kurz angeflutet wird, beruhigt werden. Der große Vorteil der MK-Anlagen ist hierbei die sogenannte Go-To-Funktion, mit der jeder beliebige Vakuumwert vorgewählt und präzise angefahren werden kann. Dies garantiert Blasenfreiheit des Gemischs. Mithilfe des Formliftes kann man auch den Trichter mehrfach verwenden. Nach dem Leerlaufen verbleibt nur ein dünner Harzfilm im Trichter. Die Becher stellt man nach dem Gießvorgang einfach zusammen mit der Silikonform in den Ofen. Nach wenigen Minuten ist das Restharz durchgehärtet und lässt sich leichter entfernen. Ist man mit dem Gießergebnis zufrieden und sollen noch mehrere gleiche Teile hergestellt werden, kann man den Gießvorgang ganz einfach mit der Teach-In-Funktion abspeichern. Hierfür stehen 24 frei wählbare Speicherplätze zur Verfügung. Nach dem Umschalten vom manuellen in den Automatik-Mode steuert die Anlage nun selbstständig den gesamten Gießvorgang. Die automatische Steuerung hat noch weitere Vorteile. Mithilfe der sogenannten Sägezahnfunktion lässt sich die für den Formenbau notwendige Silikonentlüftung automatisch und präzise regeln. Die Zeitersparung für den Anwender beträgt bis zu einer halben Stunde. So präzise die elektronische Steuerung zu bedienen ist, so einfach ist der Austausch. Elektromotoren, Lampen, Ventile und Elektronik sind High-End-Produkte made in Germany. Der solide Aufbau garantiert Vakuumdichtheit für viele Jahre. Dies gilt für alle Kammern. Sie gehören zur selben Technikfamilie.
Wer auf einem System 1 gearbeitet hat, wird auch ein System 3 in kurzer Zeit beherrschen. Die Tastaturen sind identisch. Die Systeme 1, 2 und 3 sind serienmäßig mit einem Injektionsport ausgerüstet. Durch diese Öffnung lassen sich sehr einfach zusätzliche Harze injizieren. Das Differenzdruckverfahren ist so etwas wie der Nachbrenner für das Vakuumgießen, das ja normalerweise nur mit der Gravitation arbeitet, um die Form zu füllen. Da der Trend verstärkt zu fasergefüllten Harzen geht, die hochviskos, das heißt sehr zähflüssig sind, und auch die Topfzeiten immer kürzer werden, reicht zur optimalen Füllung einer Form die Schwerkraft nicht mehr aus. Hierfür gibt es nun das von uns entwickelte und zum Patent angemeldete Differenzdruckverfahren. Die obere Kammer ist von der unteren durch einen Spand getrennt, durch den nur der Trichter ragt. Der Gießprozess wird ganz normal nach Umlegen des Schalters durch Evakuieren und Mischen der beiden Komponenten gestartet. Zur Verdeutlichung der Technik zeigen wir links eine konventionelle Kammer und rechts eine Kammer mit Differenzdruck. Sobald das Harz in den Trichter gegossen ist, wird der Differenzdruck aktiviert. Das heißt, die obere Kammer wird auf einen vorher vorgewählten Differenzdruck geflutet. In der linken Kammer stockt der Harzfluss. Rechts wird das Harz dank Differenzdruck durch den Schlauch gepresst. Alle elektronischen Kammern sind optional mit dem Differenzdruckverfahren erhältlich. Sehr filigrane und komplizierte Teile, wie zum Beispiel dieser Lautsprechergrill, sind nur mit dem Differenzdruckverfahren herstellbar. Eine Ausnahme bildet die MK Mini. Sie ist eine rein mechanische Kammer, die bis auf den stufenlos regelbaren Mischer auf jede Elektronik verzichtet. Der Lift wird durch einfaches Umhängen in der Höhe verstellt. Gieß- und Formvolumen entsprechen dem von System 1. Außen ist sie kompakter. Für Schulen und Universitäten, wo mehreren Leuten gleichzeitig ein perfekter Einblick in die Gießkammer und die Technik gegeben werden soll, und ebenso für die Einzelteilefertigung, ist die MK Mini die optimale Anlage zu einem konkurrenzlos günstigen Preis. Wenn größere Teile gegossen werden müssen, zum Beispiel ein ganzes TV-Gehäuse, dann wird ein System 2 benötigt. Es ist der größere Bruder von System 1, identisch aufgebaut und genauso leicht zu bedienen. Zur besseren Beschickung der Becher und Reinigung kann die gesamte Mischeinheit herausgezogen werden. Dank der Kurzanleitung weiß man immer, welcher Schritt als nächster erfolgt. 4 analoge Uhren helfen zusätzlich. Sie zeigen die Zeit, Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Außendruck an. System 2XL ist ein vergrößertes System 2 mit einem dreimal größeren Formvolumen. Ganze Armaturentafeln und Frontschürzen können so abgegossen werden. Der Lift ist mit einer Rollenbahn kombiniert, sodass kleine wie auch ganz große Formen leicht bewegt werden können. Das System 2XL hat zusätzlich eine separate Vorevakuierkammer. Hier kann das bereits abgewogene Harz entgast werden, ohne den Hauptprozess zu stören. System 3 ist der weltgrößte Vakuumgießanlage und besteht genau genommen aus 2 Systemen 2, an denen unabhängig voneinander gearbeitet werden kann. Zur besseren Überwachung des Gießvorgangs werden Videokameras eingesetzt, die sich frei positionieren lassen. Das Display wird umgeschaltet und die Bedienung erfolgt nur noch über die rechte Tastatur.
Beide Mechaniken arbeiten nun parallel. Die Verbindung der beiden Kammern ist sehr einfach. Werden beide Kammern zusammengeschlossen, finden Formen bis zu 2,70 Meter Länge darin Platz. MK Technology liefert das gesamte Spektrum des Vakuumgießens. Vom preiswerten Einsteigermodell, der MK Mini, bis zur größten serienmäßigen Vakuumgießanlage der Welt, dem System 3. In der Regel sind alle Maschinen lagervorrätig. Nach Eingang der Bestellung wird eine Endkontrolle vorgenommen und die Maschine ist versandfertig. MK Technology liefert die Anlagen weltweit und garantiert einen 48-Stunden-Service für alle Komponenten und Verbrauchsmaterialien.